Seit dem 16. September 2021 läuft die neue Verfilmung von Dune in den deutschen Kinos. Diesmal unter der Leitung des Regisseurs Denis Villeneuve. Wer den Film oder die Bücher nicht gelesen hat, sollte jetzt abschalten, da es in dieser Zusammenfassung und dem Review zu Spoilern kommen wird und Storyparts erwähnt werden. Dune spielt mehrere 10.000 Jahre nach unserer Zeit. Das Geflecht der vielen Welten, die jeweils eigene Häuser haben, unterliegen jedoch dem Herrscher des Imperiums, dem Imperator Padishah Shaddam IV. Diese Adelshäuser herrschen in seinem Auftrag auf ihren jeweiligen Planeten. Der Imperator befiehlt zudem 50 Legionen der Sardaukar. Die Sardaukar sind enorm gute und mörderische Krieger, die schon in jungen Jahren auf dem Gefängnisplanet Salusa Secundus ausgebildet worden sind, von dem jedoch nur grob die Hälfte überlebt. Ähnlich wie bei den Unbefleckten bei Game of Thrones. Alle großen Häuser des Reiches, also des bekannten Universums, gehören dem Landsrat an. Als politisches Aufsichtsorgan werden in diesem Rat Handelsabkommen getroffen und Allianzen gegründet. Eines dieser Häuser ist das Haus Atreides, welches seit 20 Generationen über den Planeten Caladan regiert. Die Konkubine des Herzoges Leto Atreides, Lady Jessica, hat in der Prophezeiung der Schwesternschaft der Bene Gesserit eine besondere Rolle. Die Bene Gesserit sind eine wichtige religiöse und politische Macht, die unter dem Vorwand, dem Imperium zu dienen, ihren eigenen Plan für die Menschheit durchsetzen wollen. Des Weiteren besitzen sie die Eigenschaft, mit ihrer Stimme Menschen das tun zu lassen, was sie möchten. Die Bene Gesserit führen seit Jahrtausenden ein selektives Zuchtprogramm, um wertvolle Fähigkeiten und Blutlinien zu erhalten, um dadurch den Kwisatz Haderach zu erschaffen, eine Art Messias. Dieses Zuchtprogramm wurde an Lady Jessica angewandt, denn ihre Tochter Alia sollte die Mutter des Kwisatz Haderach werden. Diese Tochter sollte dann mit einem anderen verwandten Haus, dem Neffen von Baron Harkon, Veit Reuter Harkon, einen Jungen zeugen. Der Kwisatz Haderach soll den Heiligen Krieg bringen, auch Dschihad genannt, um eine neue Welt für alle im bekannten Universum zu schaffen und dem Volk die wirkliche Freiheit zu bringen. Jedoch gebar Lady Jessica wegen der Liebe zu Leto Atreides einen Sohn und nannte ihn Paul, weshalb sie unter der Bene Gesserit und vor allem der Mutter der Bene Gesserit unter schlechtem Licht steht. Jetzt gilt es herauszufinden, ob Paul der Auserwählte ist. Wir müssen uns diesen Paul Atreides ansehen. Auf Caladan. Um diese Frage zu klären, wird Paul von der ehrwürdigen Mutter Gaius Helemoyam, der Bene Gesserit, erstmals getestet. The test is simple. Remove your hand from the box. And you die. What's in the box? Pain. Der Sinn des Tests steckt darin, herauszufinden, wie sich Paul verhält in dem Moment, in dem er den Schmerz spürt. Denn für die Bene Gesserit ist Schmerz das Kriterium, in dem sich ein Mensch beweist. Wäre er kein Mensch, sondern jemand mit tierischen Instinkten, hätte er die Hand herausgezogen, um zu flüchten. In diese Variante wäre er durch die giftige Nadel des Gomjabars gestorben. Da die Bene Gesserit die Menschheit zum Besseren selektiert, sollen am Ende nur Menschen mit besserer Selbstbeherrschung übrig bleiben, bei denen keine animalischen, eintönigen Gedanken und Empfindungen übrig bleiben. Denn Menschen verlangt es nach einer Hintertür, die ihren eigenen Geist und Bewusstsein selber kontrollieren können. Gehen wir nochmal ein Stück zurück. Dem Imperator wird die Macht des Herzoges Leto Atreides im Rat der Planeten zu groß, weshalb er einen Plan schmiedet, diesen aus dem Weg zu räumen. Der Imperator weist Leto Atreides an, Caladan zu verlassen und über Arrakis, den Wüstenplaneten, zu herrschen. Da die Atreides ein ehrbares Volk sind und loyal zum Imperator stehen, wird diesem Befehl auch Folge geleistet. Arrakis ist für das Imperium und den bekannten Universum der mit Abstand wichtigste Planet. Jedoch herrschen da sehr große Gefahren. Zum einen die großen Sandstürme, und zum anderen natürlich auch das. A great man doesn't seek to lead. He's called to it. But if your answer is no, you'll still be the only thing I ever needed you to be. My son. Also warum ist der Planet für das Imperium so wichtig und warum sollte man da überhaupt hingehen? Das ist ganz einfach, denn nur auf diesem Planeten befindet sich das Gewürz Spice. Doch was ist Spice? Das Spice garantiert das Leben. Das Spice erweitert das Bewusstsein. Das Spice ist lebenswichtig für die Raumfahrt. Die Raumfahrergilde und ihre Navigatoren, die das Spice über 4000 Jahre physisch verändert hat, benutzen das orangene Spice-Gas, das ihnen die Fähigkeit verleiht, den Raum zu krümmen. Das heißt, in jeden Teil des Universums zu reisen, nur durch Gedankenkraft. Das Spice existiert nur auf einem einzigen Planeten des ganzen Universums. Einem einsamen, trockenen Planeten mit weiten Wüsten.
Der Planet ist Arrakis. Genannt auch Dune, der Wüstenplanet. Der Imperator verbündet sich mit den Harkons und beauftragt diese, Herzog Leto zu töten. Das geht natürlich einfacher, da sie sich jetzt auf demselben Planeten befinden. Der Baron Harkonnen entführte Daya, die Frau des Leibarztes von Leto Atreides, und befahl diesem, Leto zu betäuben und auszuliefern. Dr. Yui deaktivierte die Schutzschild und blockierte den Funk, was es den Truppen der Harkonnens und Sadokar leicht machte, die Festung einzunehmen. Dr. Yui verfolgte dabei gleich seinen eigenen Plan und verpasste Leto einen Giftzahn, der bei dessen Zerstörung auch den Baron töten würde, wenn Leto nur nah genug bei ihm steht. Jedoch scheiterte der Plan und Leto, Dr. Yui und seine Frau starben schlussendlich. Die Truppen der Harkonnen und Sadokar-Truppen des Imperators übernahmen die neue Heimat der Atreides und übernahmen gleichzeitig auch ihre Macht. Lady Jessica und Paul finden Zuflucht in der Wüste bei den einheimischen Volk der Fremen. Dort trifft er unter anderem auf Chani, von der er oft träumt und Visionen hat. Die Fremen haben sich im Verlauf der Generation an das Klima von Arrakis angepasst. Mit der Erschaffung der Destilanzüge, die Fremen immer tragen, können sie wochenlang auch in der tiefsten Wüste überleben. Denn dieser fängt jeden Tropfen Wasser ab und bereitet es zu Trinkwasser wieder auf. Und genau hier endet der erste Teil von Denis Villeneuves Dune und wir stecken mitten im ersten Buch. Wie es im Buch und im Film von 1984 weiterging und wie es wahrscheinlich auch im zweiten Teil von Denis Villeneuves Dune weitergehen wird, erfahrt ihr jetzt. Der Imperator sieht das Volk der Fremen als lästig an und befiehlt den Harkons, dieses auszulöschen. Jedoch ist ihm nicht bewusst, wie hoch die Anzahl der Bevölkerung der Fremen tatsächlich ist. Bei den Fremen lernt Paul mit der Macht von Spice umzugehen und sieht immer weiter in die Zukunft. Eines Tages sieht er den heiligen Kampf, den Dschihad, den er als Muad'Dib, sein neuer Titel, von den Fremen anführen wird. Paul war natürlich bewusst, dass seine Streitkraft den von den Harkons, dem Imperator, dem Landsrat und der Raumfahrergilde unterlegen war. Deshalb drohte er, das Spice zu vernichten und zog damit die Raumfahrergilde insgeheim auf seine Seite, wodurch die Fronten wieder ausgeglichen waren. Zudem wollte Paul sich die sogenannte Wüstenmacht zunutze machen. Er musste also lernen, einen Shai'ulu zu bändigen, einen großen Sandwurm von Arrakis. Hier hätten wir auch wieder eine schöne Erinnerung an das Gespräch zwischen Paul und Leto Atreides, seinem Vater, als sie das erste Mal über Wüstenmacht sprachen. Der Krieg war schnell gewonnen, als die Fremen auf dem Rücken mehrerer Sandwürmer das Lager der Harkons und Sadokar überfielen. Paul wird zum neuen Herzog des Hauses Atreides und der neue Herrscher über Dune. Zusammen ist er mit der Fremen Chani, seiner neuen Ehefrau. Abschließend möchte ich noch sagen, dass der Cast absolut grandios war. Der Film hat sich nicht angefühlt, als würde man ihn am nächsten Tag gleich wieder vergessen, sondern nach einer Geschichte, die einen länger begleitet und beschäftigen wird. Wenn wir an große Filmreihen denken wie Star Wars, Marvel, DC oder Herr der Ringe, hoffe ich, dass Dune auch irgendwann in dieser Liste geführt wird. Der Film hat sich wie ein sehr langer Prolog angefühlt, jedoch keineswegs langwierig oder langweilig. Ich saß knapp 3 Stunden gebannt vor der Leinwand. Genau aus diesem Grund habe ich auch nur einen Kritikpunkt an dem Film. Denn ich musste aufstehen und aus dem Kino gehen, als es gerade am spannendsten wurde und wir in den zweiten Akt übergingen. Ich hoffe, ihr konntet etwas aus dem Video mitnehmen und offene Fragen sind geklärt. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.